Für die anderen im Studio geht es jetzt auf Sightseeing nach Süddeutschland. Virtuell, versteht sich. Die Home Story bei Susanne. So, lebt in München? So sieht's aus. Ihr seid da. Hey, hi. Wunderschöner Altbau. Okay? Boah, ich liebe Altbau, ne? Traumhaft. Frau Beauty, ne? Das wäre ich auch gern. Wenn ihr Bock habt, kommt rein. Ist auf jeden Fall gut gelaunt. Ich werde so bekannt dafür, für Schönheit. Ist das Ihr Freund? Lasst uns mit dem Wichtigsten, was meine Wohnung zu bieten hat, anfangen. Stefan ist mein Mann. Ihr Mann hat ja auch einen Kanal für Tennis bestimmt, ne? In meiner Wohnung wohnt aktuell mein kleiner Sohn mit meinem Mann und mir zusammen. Die zwei Kater wohnen auch bei uns und der große Sohn ist schon ausgezogen. Wollte ich euch gleich vorstellen, dass ihr euch nicht wundert, was macht dieser gut aussehende Mann die ganze Zeit hier im Bild? Die sehen gar nicht aus wie in München, wenn ich ehrlich bin. Dachte ich mir, ich zeige euch den gleich mal. So außer natürlich, man kann sich vorstellen, dass er erst gleich zum Eisbach fährt und fährt da ein bisschen irgendwie, surft da so auf der Welle. Was machst du da? Ich habe hier was geschnitten für Susanne und wollte dir das dann später zeigen. Ach, der macht die ganze Technik, das Technik-Backup. Ach, wenn du so einen Cutter als Mann hast, das ist natürlich schon geil, ne? Ja. Mein Mann hat ein paar Monate die Kamera gemacht, dann habe ich gesagt, komm, lass lieber, ich nehme ein Stativ. Ja. Oh, ich habe noch nicht meinen Mann, was hältst du davon? Das möchte ich mal sagen, wenn ich Frank gleich sage, Frank, könntest du mir gleich mal ein Video schneiden? Dann würde ich sagen, wie bitte? Ich schneide dir eine Scheibe Brot, wenn du möchtest. Das heißt, ihr arbeitet zusammen? Ja, 24/7. Heißt es, die machen das jetzt beide hauptberuflich? Ja, ja, sie hängen die ganze Zeit zusammen, hat sie gesagt. Wir arbeiten auch eigentlich nur, das kann man tatsächlich sagen, auch wenn sich das immer ganz traurig anhört, aber wir arbeiten eigentlich jeden Tag immer. Ich finde es schön, man hat immer so ein gemeinsames Ziel. Ja. Morgens raus aus dem Bett und nach dem Frühstück rüber ins Büro. Weil die sind natürlich ein top modernes Paar, die sehen beide top aus und er schneidet ihr noch die Videos. Jetzt sind wir in unserem Büro/Atelier, das ist eigentlich das, wo alles stattfindet. Wow, das Bild im Hintergrund. Wir drehen hier Beauty-Videos, wir entwickeln Produkte, wir haben ein Beauty-Online-Magazin, was von hier aus stattfindet. Das heißt, alles, was rund um die Produktion stattfindet, von allem, was ich mache, spielt sich hier ab. Wie hat das denn alles bei dir angefangen? Angefangen habe ich ursprünglich mal als Hair- und Make-up-Artist, habe dann auch sehr lange international gearbeitet, habe Fashion-Shootings, Fashion-Shows, Celebrities geschminkt für den Red Carpet, bin dann auf die redaktionelle Seite gewechselt, habe bei großen Frauenmagazinen die Beauty-Leitung gehabt. Tatsächlich mag ich bei ihr, dass sie das ja auch gelernt hat. Das heißt, sie verbreitet da kein Unwissen, sondern man kann da schon drauf vertrauen. Wir müssen einfach noch mal gucken, dass wir den Einstieg anders machen. Das ist einfach noch nicht die Headline, die ich haben wollte. Ehrlich gesagt, es ist noch alles zu soft formuliert. Das ist sehr selten, dass man da so einen Content-Creator hat, der im Bereich Beauty sehr informativ ist. Und das finde ich sehr gut. Mhm. Hab dann ein eigenes Beauty-Online-Magazin gegründet und bin dann nach und nach mehr in die digitale Richtung gegangen, habe viel mehr Videos produziert und bin dann irgendwann natürlich, wie alle, bei TikTok gelandet und habe Frau Beauty gegründet. Sag mal, Frau Beauty, dein Bart, das stelle ich mir ja ganz besonders vor. Das ist ein Wellness-Tempel. Ich sag's vorab. Und dann würden überall so Produkte stehen, so Glasvitrinen. In der Mitte ist so eine Badewanne, die so liegt. Es ist langweiliger als ein Dia-Vortrag übers Alpenvorland von deinem Dad. Und von oben in der Wanne liegt Tropfen, so Hyaluron-Tropfen auf dich runter. Weil natürlich denken die Menschen immer so, ich habe jetzt Gott weiß was in meinem Badezimmer. Dann rufen deine Kinder, Mama, und du sagst, jetzt nicht Leonie. Ich weiß es nicht, könnte ich mir vorstellen. Ich bin eigentlich, was das Badezimmer angeht, sehr puristisch unterwegs. Nein, nein, das ist nicht wahr. Das heißt, wenn die eine Teelicht einmal verbrennen, die Haare. Nein. Für ein Teelicht wäre gar kein Platz. Alles kommt nach nebenan. Hier ist mein kleines ausgelagertes Badezimmer. Hier kommen die Produkte alle rein, sobald ich sie im Video gezeigt habe, vorgestellt habe, getestet habe. Und man denkt ja, dass Leute wie du das ganze Zeug völlig umsonst bekommen. Nein, also ich glaube, es gibt sehr viele Influencer, die kriegen das geschickt. Ich habe mich für den Weg entschieden, dass ich alles selber kaufe. Also musst du das doch kaufen. Ich teste mich eigentlich durch die gesamte Beauty-Landschaft und meine Community bekommt vorgestellt, was ich gut, aber auch was ich schlecht finde. Cool. Das heißt, sie bestellt selbst Produkte, testet die und dann empfiehlt sie oder empfiehlt sie nicht. Die Content-Creator shoppen in Hamburg. Zu Hause in München zeigt Susanne jetzt ihr Kleiderzimmer. Also eher Kleiderkämmerchen. Aber das ist auch schön, finde ich, real, dass da jetzt sich ein Licht angeht. Bing. Du denkst, du bist mal Mariah Carey zu Besuch. Ansonsten habe ich meine Klamotten so ein ganz kleines bisschen sortiert, weil ich ja sehr viel vor der Kamera stehe. Da funktionieren manche Sachen nicht, die ich privat super gerne anziehe. Wie läuft das denn so auf deinem Insta-Account?
ich mache ein Foto und sage, hallo Freunde, ich mache ja nicht so viel bei Insta, ich bin immer wieder dabei, aber ich müsste eigentlich viel mehr machen. Meistens ist bei mir immer das Gleiche, ich zeige dann Sachen, die ich liebe. Das ist immer Frank und immer die Hunde. Deswegen ist das hier zum Beispiel mein Kleiderschrank, wo ich so immer die Sachen rausnehme, wenn ich Videos drehe. Habt ihr das auch, dass ihr Arbeitsklamotten habt? Nee. Und ich schon. Ich habe meine Karohemden, das ist meine Arbeitskleidung, so eine Stange. Meine eigenen Themen natürlich durch unsere Produktion, weil das ja auch mein Beruf ist natürlich und ich das auch schön finde. Und das ist so eigentlich das, was ich mache. Ich möchte auch nicht, dass mit der Mode irgendwie zu sehr von der Beauty abgelenkt wird. Und deswegen habe ich hier eher so ein bisschen ruhigere Sachen. Beauty is my duty. Das ist mein einziger Auftrag bei Social Media. Wenn es nichts mit Beauty zu tun hat, hat es bei Social Media, zumindest in meinem Account, nichts verloren. Du bist bei Shopping Queen. Lass es modisch krachen. Komm, zeig was. Na, komm mal mit. Sehr mal gespannt. Also vielleicht bin ich ein kleines bisschen Aszendent Elster. Weil alles, was so glänzt und glitzert, mag ich schon sehr. Ey, das hätte ich gar nicht bei ihr gedacht. Mein Modestil ist, glaube ich, lautes Understatement, weil ich eigentlich sehr basic bin und dann aber immer wieder so kreischend laute Pieces dazu dekoriere. Ich liebe zum Beispiel diese Jacke. Tatsächlich ein Geschenk von einer sehr lieben Freundin. Die hat die gekauft für sich und hat dann so gemeint, das ist ein Susanne-Teil. Boah, ich dachte, sie trägt halt nur weiß und Jeans und voll falsch eingeschätzt. Mhm. Richtig falsch. Susanne, wenn du das siehst, I'm sorry. You're banging. Ich liebe auch diesen Paillettenanzug. Der hat so eine Hotpants und dazu oben noch Paillette. Boah, das will ich haben. Ja, es ist natürlich für die hippen Events. Ich glaube, das war so Shopping-Outfit heute. So bequem ja, und schnell. Ich glaube auch. Und wer steht da schon wieder? Der tolle Mann einfach im Flur. Disco-Kugel ist im Haus. Ich würde sagen, heißer Feger. Das ist eigentlich ein bisschen too much, oder? Nee. So eine Cocktailbar oder so und danach ein bisschen tanzen. Susanne, du bist das heißeste Gerät, was jemals in unserem Flur gestanden hat. Ich glaube, heute sehen wir richtig viel von dem Bling-Bling. Ich glaube, ich werde heute wieder geflasht. Lila braucht so einen und eine alte Shopping-Fien-Weisheit besagt, jede Frau braucht eine schöne Tasche. Also, ich muss schon auch gestehen, ich bin wie so ein kleiner Golddetektor. Ich glaube, es ist tatsächlich in meine DNA tätowiert, dass ich wie so ein Detektor immer die teuersten Teile gut finde. Hier habe ich die Dior Saddlebag. Ich bin so gar nicht handtaschenaffin. Also ich will gar keinen verurteilen. Aber ich würde niemals viel Geld für eine Handtasche ausgeben. Ich auch nicht. Wenn ihr jetzt denkt, Understatement is a thing, nicht in diesem Haushalt, Freunde. Ich glaube, es gibt jetzt viele, die zu Hause sagen, guck mal, der Christian, der Dior, der könnte mir auch mal eine Tasche schicken. Ne? Weil nämlich, natürlich muss auf diesem, es reicht ja nicht irgendwie ein schwarzer Lederbügel, nein, da muss schon auch nochmal das Label vom Weltraum auszulesen sein. Das ist ganz wichtig. Und jeder Mann, der jetzt mal denkt, ich möchte meiner Frau wirklich mal eine Freude machen, wenn das kommt, gibt Zuneigung, kann man nicht anders sagen. Ich bin da genauso wie Sie, also bei Handtaschen und Schuhen halte ich das manchmal für ein Investment. Ich investiere immer in die Küche. Richtig so, Punkt. Oh, was hast du denn da? Das ist ein Kleid, auf das ich sehr stolz bin. Das ist so ein 80-Kleid ein bisschen, ne? Dieses Kleid habe ich tatsächlich im radikalen Sale geshoppt. Es hat unter 50 Euro gekostet. Und jedes Mal, wenn ich damit auf einer Veranstaltung aufscheine, ist es so, mein Gott. Wo hat die das denn her? Valentino Dolce. Wo hat die das Geld denn her schon wieder mal? Leute denken immer, das ist Gott weiß wie toll. Und ich freue mich so, dass ich so ein Lieblingsteil für so wenig Geld bekommen habe. Zieh an. Ja, ist ein tolles Kleid. Man denkt auch, es ist so eine kleine Explosion, die hochgeschossen ist. Ich finde, die hat eine Topfigur. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die hat einen Sohn, der 20 ist. Das ist ja eine Hot Mama, ne? Oh, das, ja, das habe ich ganz vergessen. Mhm.